Hallo Leute, da sind wir wieder. Wir spielen wieder Diablo 3. Ich sitze am Rechner, Tobi sitzt neben mir, kommentiert mich, wie ich wieder irgendwelchen Blödsinn mache. Und wir finden diesmal nicht den Seelentiegel, weil wenn wir es jetzt Hallo. nochmal anfinden. Lass mich ausreden. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur hi sagen. Ja, weil ich kündige jetzt nicht an, wir finden den Seelentiegel, weil wenn ich es wieder ankündige, dann findet man sowieso wieder nicht und irgendwann kriegt er mal auf Maul. Jo. Also, wir waren letzte Folge vor dem geplünderte Heimstätte gestanden. Da gehen wir jetzt rein, würde ich Jo. sagen. Ja, rein, rein da. So. Und tötet die Banditen. Töne. So. Ja, ihr seht's, wir sind immer noch am Aufnahmetag. Ja, es sind glaube ich 5 Minuten vergangen seit der letzten Aufnahme. Ja. Und es ist 3:24 Uhr nachts. Das ist ganz cool mit der Uhr, dann sieht man mal, wie wir so am Aufnehmen sind. Ja. Ja. So ein Tor will ich auch mal. Klick. Ja, vor allem sieht man es gar nicht mehr. Ja, der Seelentiegel Todesmite. verfolgt uns schon seit 3 Folgen. Und wir verfolgen ihn, beziehungsweise er läuft nicht mal weg, wir suchen ihn einfach nur. Ja. Da steht auch eine Ah, Barrikade. das ist da Ist schon wieder oben. so einer. Da ist ein Goblin. Da ist ein Goblin. Oh, warum hat er so viel Schaden gekriegt? Eigentlich bist du auf den Goblin gegangen und der andere ist Ja, auch so mit ein verreckt Dämon. dabei. Das war echt gerade geil. Jetzt 9 Objekte bleibst du zerstört. Wow. stehen. Ja, das ist der Dings, was da um mich rum. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ja, jetzt wart halt auf mich, du. Ja, Penner. das haben die Goblins so an sich, dass sie abhauen darf. Ich hasse das. Hey, aber wir könnten Stufe 3, 52? 52 könnten wir schaffen. Rubin, Rubin, Amethyst, Diamant. Mein Inventar ist schon wieder voll. Fick die Hütte. Inventur. Mein Inventur ist voll. Ja, nee, Körperliche du solltest Verbindung bei. Inventur machen. Perfekte Diamant gab's denn? Die gab's doch in der Grundversion noch nicht. Weiß ich nicht. Das fragst du mich? Ja, frage ich dich. Nein, ich glaube, Diamanten gab es nicht. Übrigens, was ich hier begrüßen würde, was, also, das, den perfekten Übergang zu Starbound eigentlich zu sagen oder zu ziehen, tut mir leid. Machst du gerade ernsthaft Werbung für unsere anderen Videos? Nein, nein, aber Starbound zum Beispiel hat einfach ein doppeltes Inventar, da ist es nicht so schnell voll. Richtig. Finde ich richtig gut, weil bei Starbound macht das auch nicht viel aus. Ich glaube aber hier bei Diablo wird es einfach forciert, dass du halt auch öfters zurückgehst und das Inventar leerst. Dass es auch ein bisschen länger dauert, oder? Könnte man meinen, aber Oh, möchte ich jetzt ich nicht glaub's behaupten. nicht. Gitschengasse. Ich glaub's nicht. Ich würde sagen, Wir haben nach wir vier beenden die Folgen Folge. endlich mal die Gideon-Gasse gefunden. Genau, und Ich würde was sagen, wir wir da beenden jetzt sehen. nach 3 Minuten die Folge Genau. und dann machen wir das in der nächsten Folge, Genau, oder? was wir da sehen, sehen wir nächste. Nein! Obwohl, nach 3 Minuten wird sich ja lohnen, weißt du, wir sind ja klickgeil. Klick und Geld geil, weißt du, YouTube Money und so. Ursels Tage. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, riet Tyrael mir, in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Ursael, nicht Ursel. Wer ist Ursael? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie Vielleicht ein Engel? ja, ein Engel, aber er hat gerade irgendwas von dem Boss geredet. Ich schätze mal, dass er damit den Tyrael gemeint hat, aber ich kann es nicht beschwören. Kann auch Darf sein, dass ich es. mal kurz anmerken, dass ich gerade Thorsen angreifen? Schon ein bisschen eklig. Aber wir sind ja Thorsen-Freunde. Tausend. Noch ein Thorsten und noch ein Thorsten. Ui, was ist das da hinten? Da Fuck. Nee, das war das Teil, was wir doch an der Gamescom als letztes getötet haben, oder? Ja, ich meine auch. Gut, Allerdings war vielleicht der Weg lag's. dahin kürzer. Ja, erstens das und zweitens, wir sind da auch viel schneller durchgekommen, weil du einfach jeden Gegner mit fast einem Schlag getötet hast, glaube ich. Das kann auch sein. Stimmt, da waren zwei Bosse. Oder? Ich meine ja, aber ich möchte es nicht beschwören, ich weiß nur, dass mir das nicht bekannt vorkommt, nämlich. Und aus WoW wird wohl kaum sein. Ja, wir können ja schlecht nachgucken, weil wir durften ja nicht auf der Gamescom auf dem Bildschirm filmen. Richtig.
leider. Schade eigentlich. Da muss, da durfte man nur kommentieren. Nee, das machen sie aus Protest. Wir machen das ganze Let's Play nur aus Protest, weil auf der Gamescom nicht aufnehmen würden. Nee, genau. Ja, ich finde es aber übrigens immer wieder schön, wie viele Spielehersteller das Potenzial von Let's Plays einfach sehen. Finde ich echt schön. Lüger. Ja, ja, ist schon okay. Geh schlafen, Kleine. Die geht relativ schnell down. Entweder bist du overpowered oder... Ich hab einfach keine Eier. Ja. Ja, kann man nichts machen. Ich muss etwas ablegen. Strenge Träger. Du musst etwas ablegen. Können wir das tragen? Ja! Kauf. Übrigens, wo wir gerade bei Entwickler und Entgegenkommen von Let's Player waren, Starbound zum Beispiel hat in ihren FAQs offiziell freigegeben, dass man Let's Playen darf und die Videos sogar kommerziell dann verbreiten darf. Sehr also schön. Die sehen zum Beispiel, dass YouTube, nur als Beispiel jetzt, oder generell irgendjede andere Videoplattform, einfach Werbung für die Leute ist und den Entwicklern und den Spieleentwicklern einfach gut tut. Mhm. Ja, Haufen ineinander verschlungener Leichen. Die sehen irgendwie eklig aus. Ich wusste, dass ihr recht habt, um mich zu retten. What the fuck? Miriam. Wie könntet ihr das wissen? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentitel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Naja. Interessant. Was sind jetzt Seelentitel? Die zum Wildbrand. Die stärken wohl irgendwie die bösen Kräfte. Kann man vielleicht, Dani, wenn du mal kurz... Ach, verdammt. Okay, jetzt vielleicht ganz kurz in die Einstellung reingehst. Kann man die Sprachlautstärke irgendwie etwas erhöhen? Oder den Rest vielleicht runterziehen, dass wir den Rest auf 80 machen, weil die Sprache ist doch ein bisschen leise. Das lässt sich, glaube ich, einrichten. Musiklautstärke auch runter. Yep. Oder du brauchst eigentlich nur die Musiklautstärke runter, oder? Ja, Soundeffekte und Umgebung vielleicht auch noch. Ja, okay. Die sieht doch gar nichts. Probier mal irgendwie jetzt zum Schlagen in-game, dass wir das sehen oder hören, sag ich mal so. Naja. Oder. Ja, das ist doch noch laut genug, oder? Ja, hoffentlich hört man dann die Sprache ein bisschen besser. Das war doch gerade. Ja. Ah, wir sollten vielleicht noch nach Hause gehen, dass wir mal in den Tal machen. Ja, mach das mal. Gut, dann mach du währenddessen bitte wieder Musik. 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 Dam 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 Oh, halt. Sonst schalten die Leute aus Schmerzen ab oder schalten auf lautlos. Oder ich habe gerade irgendwelche Ohren zerstört. Das kann jetzt natürlich auch sein. Also vielleicht hören sie uns jetzt gar nicht mehr. Also ich habe es überlegt, dann werden es die anderen auch überlegen. Also für unsere nächsten Folgen brauchen wir jetzt eine Webcam, dass wir quasi Gebärdensprache dann im Spiel haben. Du hast echt nicht mehr alle. Das fällt dir jetzt erst auf? Ja. Vorher nie aufgefallen. Dann herzlichen Glühstrumpf. Dankeschön. Lass mich mal schnell an meinem köstlichen Energy-Drink schlürfen. Er hat sich gerade eine halbe aufgemacht. Die siebte heute Abend. Das stimmt gar nicht. In der letzten halben Stunde. Und das stimmt auch nicht. Nee, ich habe einen köstlichen, Achtung Schleichwerbung, Relentless Energy-Drink. Achtung, Schleichwerbung Ende. Ne, ich finde den irgendwie immer noch am besten. Red Bull finde ich zu teuer, muss ich ehrlich zugeben.
Und die anderen, also hier Monster und so, schmecken mir leider nicht. Keine Ahnung. Und ich habe auch den ohne Zucker hier. Du bist nicht so ein Energy-Drink-Fan, oder? Ich trinke eigentlich grundsätzlich nur irgendwas mit viel Zucker. Irgendwas mit viel Zucker? Irgendwas mit viel Zucker. Ich glaube, das ist auch so das Erfolgskonzept von den Energy-Drinks, die dann Zucker enthalten. Ja, nur, ich habe ja keinen drin. Energy-Drinks machen mich immer nervös. Was nervös? Nervös. Noch was? Nervöser. Noch nervöser als Zucker dich macht. Zucker macht mich nicht nervös, Zucker beruhigt mich. Zucker beruhigt. Okay. Urseils Beutel, Urseils. Urseil? Teil 2. Patatum, okay. Ich konnte Maltail in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Also klingt so, als wäre er ein guter Engel. Okay. Ja, solange wir nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Hier ist es für euch nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, übrigens, da war gerade ein schöner Wasserspeil. Sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Links. Seelentiegels mit Ach, da. Eigenen Augen sehen muss. Hey, guck, jetzt kann man Schlittschuh fahren. Ich dachte, du bist kältebeständig. Okay. Gerade anleiten. Ui, geht's das? So muss das. Neues Wissen. Licht des Schwungs. Er tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Schön. Kauf dir was davon. Seid nicht so grimmig. Es gibt viele so, Sorgen über jetzt ihr seid nicht so grimmig. Dem haben wir nicht. Donnerfäuste. Immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst jeder Schlag entfetzelt. Entfetzelt? Entfetzelt außerdem. Fetzelt ein Ketzenblitz. Ketzenblitz, genau. Nehmen wir das mal. Einfach nur. Ja, ein bisschen Abwechslung, ja. Eben. Und das andere hast du doch auch nochmal bekommen, was? Ach, genau, das ist ja, das. Mit dem habe ich früher mal gearbeitet. Das ist ganz lustig, wenn du irgendeinen Gegner verfolgen willst, dann teleportierst du dich nämlich immer genau zu den Gegnern hin. Ah. Halt. Da will ich. Nein! Oh. Da will ist ich das? Hin. Führt einen tödlichen Rundumtritt. Chuck Norris! Yeah. Greift gegen aus der Entfernung an und unterkühlt sie. Unterkühlt sie. Ende dieses Sterbens. Nehmen wir doch das mal. Natürlich wird all das enden. Hm? Und ihr werdet ein Land. Ja, gut. Auch nicht übel. Ich glaube euch. Weil es nicht voll im Verband und weil ihr eine solche Schar habt, die sich da geht aber ordentlich auf Energie, glaube ich. Ja. Macht nix. Der Chuck Norris Roundhouse Kick. Aber Spaß macht's. Du wirst jetzt irgendwie so ein Chuck Norris erscheinen. beim Roundhouse-Kick so. Bam! Chuck Norris! Bam! Chuck Norris! In your face! Chuck Norris. Weißt du, Chuck Norris schläft nicht. Chuck Norris wartet. Ja. Und Chuck Norris kann über Wasser gehen. Nein. Doch? Chuck Norris schwimmt durch Land. Schwimmt durch Land? Aber er schläft nur bei Licht, nicht weil er Angst vor der Dunkelheit hätte. Die Dunkelheit hat Angst vor ihm. Okay, lass mal das. Da gibt's genug YouTube-Videos dazu. Ja. Brauchen wir nicht noch eins hinzufügen? Nee. Findet den Meister Seelentiegel auf dem Vorhof von Adelso. Genau, das wollten wir eigentlich machen und nicht einfach nur irgendwelche Zombies schnetzeln. Ja, dann find ihn doch. Das ist eine Truhe. Da ist ein Sarkophag und da ist noch ein Sarkophag. 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 What the fuck, Sarkophag? Gehen wir jetzt nicht auf den Piss, Sahne, ja? Gibt's eigentlich wie bei dem Bilk-Metin-Spiel auch eine Taste, um hier automatisch Gegenstände aufzuheben? Wie die Dächle-Taste? Schweiß ist nüt. Schweiß? Schweiß ist nüt.
Und du kannst einfach über die Gegenstände drüber laufen. Keine Ahnung, ob das geht. Brauche ich nicht. Ich mach's lieber manuell. Okay. Bei den grauen Gegenständen lasse ich meistens liegen. Okay. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht. Da kommt was mit komischen Sachen auf dem Rücken. Ja, den hat man vorher schon mal getötet. Ja, ich. Aber wenigstens kommt jetzt mal eine Gegnervarianz ins Spiel. Varianz. Andere Gegner. Ja, das heißt, wir haben mal auf einen anderen drauf. Was? Wir haben mal auf einen anderen drauf. Ja. An anderen. An anderen. Aber jetzt haben sie es echt gut hinbekommen, so dieser düstere Look. Ja. Also in der Stadt selber und jetzt hier. Oh, da hinten ist ein Teleporter. Ein Teleprompter, schön. Ja. Mit Fluxkompensator in der Mitte. Wie viel waren es? 3, nein. Was denn? Die Gigawatt, wo er brauchte, der Doc. Boah, das weiß ich nicht mehr. Da muss ich passen. Ich leider auch. Hui. Hui? Hui. Hui. Brauchen wir nicht. Was ist denn das nochmal neben dem Healing-Teil gewesen? Weißt du, auf der Karte? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Meinst du das, was da drin stand? Ja, genau. Forschen. Ja, genau. Ach, genau, so ein Buff-Dings. Hopp, oder? Danke. Ja, bitte. Den hätte ich jetzt vom Bord vergessen. Ich wollte es nur wissen. Aber war praktisch. Und was macht der Buff? Der bufft nicht. Ja, guck doch mal. Stärkung. Eure Ressourcenregeneration ist erhöht und eure Abklingzeiten sind reduziert. Zwei Minuten vorbei. Schön. Abklingzeiten reduziert, das ist ja cool. Smash. Ich habe ihn zerstört. Smash. Machst du den Roundhouse-Kick von... Boah, das ist schon Imbar. Den machst du vom Platz aus. Ja. Das ist Imbar. Und ich habe gerade meine komplette Geisteskraft geballert. Also ich meine, da kriegen sie eine Patentklage von Chuck Norris. Oh. Ich glaube, der braucht es nicht patentieren lassen. Der tritt jedem einfach ins Face mit seinem Roundhouse-Kick, der den kopiert. Könnten wir bitte die billigen Chuck Norris-Witze einfach sein lassen? Ja, das ist okay. Danke. War das gerade ein Kettenblitz? Das war übrigens kein Witz, das war einfach nur eine Feststellung. Wahrscheinlich holt er diesen Moment aus, um uns zu töten. Damn, oder? Um die Überleitung zu schaffen zu einer anderen Kategorie Witzen, die wir hier nicht ansprechen wollen. Ah, wollen wir nicht? Nein, wollen wir nicht. Warum wollen wir deine Mutter nicht ansprechen? Jetzt haben wir es doch eh schon. Hm? Wir sind hier ein ehrbares Format. Wir lassen dieses Was? Was? Wie? Was in mir? Wiederhol das bitte noch. Deine Mutter hat ein ehrbares Format. Ich wusste es doch. Ich denke mir schon, so ein ehrbares Format aus deinem Mund, das ist... Ich steck dir gleich mein Format in deinen Mund. Jetzt sind wir wieder bei unserem Niveau angelangt. Jetzt sind wir viel zu weit. Herzlich willkommen bei Chainsaw Gaming mit Dani und Tobi. Ja, auch um ein bisschen zu spielen. Das ist, ich glaube, das Niveau ist leicht erhöht, wenn wir mit mehr als nur wir zwei spielen. Aber wenn man mit uns ein Let's Play schaut, dann ist man das, glaube ich, schon gewohnt eigentlich, oder? Dass man so einen Scheiß abbekommt. Ich verstehe es eigentlich nicht mehr. Normalerweise sind wir eigentlich auch nicht schlimmer. Ja, aber irgendwie beim Spielen kommt es immer so, dass man so einen Scheiß Gelaber plötzlich hat. Ja, da hast du dann plötzlich mal keine Ahnung mehr, was ich sagen soll, sondern da kommt so ein Scheiß dabei raus. Ah, ich habe immer Ahnung, was ich sagen soll. Zum Beispiel... Ja, genau, das meine ich. Verstehst? Ja. Das war jetzt genau ein sinnvoller Dialog. Und auf meinem Ohr wird's verdammt laut gerade. Oder geht das nur mir so? Hä? Ach so, okay. Ich höre dich nicht, das ist so laut. Also. Darf ich anmerken, dass auf der Karte noch nicht mal dieser Selen der Toten angezeigt wird? Den Seelentiegel. Selen? Den Selen-Tiegel. Selen? Ist Selen nicht radioaktiv? Da steht Selen der Toten. Radioactive? War Selen radioaktiv? Radioactive. Was ist? Mysteries oh doch, Kraft. Da links oben. Da blinkert was. Da blinkert.
Ey, alter Bibsch, Blinkort und Blinkort. Guck mal, noch eine drüber. Ohne Scheiße, niemals an einen hinlaufen, der wirklich aus Ostdeutschland kommt, der haut uns sowas von die Fresse bei. Hey, wir verarschen die Leute nicht. Nein, wir äffen sie nach. Wir äffen sie auch nicht nach. Wir imitieren sie. Wir schätzen den Dialekt, indem wir ihn nachmachen. So musst du das sehen. Hey, wir sind Bayern und gleichzeitig Schwaben. Also, das ist ja. Über uns kannst du genauso Witze machen, wie wir über euch. Aber das sind ja keine Witze, das ist nur eine Würdigung eures Dialekts. Nö? Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Weißt, wir sind die Schwaben mit der Maultasche. Na, guck mal, jetzt haben wir sogar 6 Leichenhaufen zuzustehen. Schön. 6 Leichenhaufen, da sind wir wieder bei Nekrophilie. Oh. Was denn Blödsinn, bitte? Was denn? Ist mir gerade spontan eingefallen. Da kam ein komisches Gesicht von dem schwarzen etwas. Ja. Das sieht komisch aus. Das sieht alles relativ schön aus, aber die Gesichter sehen irgendwie voll pixelig aus. Die sehen voll strange aus. Ja, ja, schon irgendwie. Billige Animation. Ja, gut. Ja. Also erwartet uns der Leichenhaufen. Oder die Leichen. Ich habe das Gefühl, ich kann hier kämpfen, so viel ich will. Die werden noch weniger. Nee, ich glaube, du musst die Leichenhaufen primär zerstören. Nein, ah, nee, jetzt meine ich. Okay. Elf Nein, Monster. Doch nicht. Nee, ich würde die. Mach mal die Leichenhaufen. Die 6 Leichenhaufen. Einen habe ich ja schon. Egal. Nochmal beide. Eigentlich wollte ich jetzt gerade so schön mega mies die Folge beenden, aber scheiße. Mega mies die Folge beenden? Was geht mit dir an? Ja, ich wollte gerade Arschloch sein. Boah. Voll übel. Ich dachte es auch mal, nicht immer mit dir. Wow, da kommt ein Bestrafer. Oh ja, das bestrafe mich. Und das ist ein Seelenernter. Selenernter. Der scheiß Dinger erinnert mich irgendwie an Independence Day. Was denn? Die Musik? Ja, oder was? Hier. Ach so. Ein Laser von dem UFO bei Independence Day. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Schnabutzk. Ja, komm, die Kugel machen wir in der Folge noch, oder? Kriegen wir den. Machen wir noch, ja. Oder die gleichen Haufen zumindest. Eine geht noch. Mach doch die Haufen, die werden immer spawnen. Ich komme ja nicht an denen vorbei. Doch, das geht schon. Guck. Siehst du, ich komme nicht dran vorbei. Ja, nee, das geht gar nicht, gell. Patz, patz, patz. Jetzt dahinter. Eine neue noch. Gut, das war sogar Chuck Norris aus der Ferne. Tötet Kataris. Kataris. Oh, da ist er. Kataris. Oh, die ist schon ein bisschen. Weiche, die andere. Ja. Aber irgendwie sind die jetzt noch nicht so die Herausforderung, oder? Die Gegner. Nicht wirklich. Ja, das war Kataris. So, und jetzt dürfen wir den Meister Seelentiegel zerstören. Aber das, Dani. Machen wir in der nächsten Folge. Ja, weil irgendwie muss ja ein bisschen Spannung aufgebaut werden, oder? Ah, Cliffhanger. Also, Cliffhanger. Tschüss, bis morgen. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.